Sascha, mir scheint, du bist ein bisschen nervös heute. Was Ich los? nervös? Ja, doch. Ja, so ein bisschen hast du recht, ne? Ich freue mich heute hier zu sein. Ich freue mich immer hier zu sein, aber Ja. heute. Das geht ja mal wieder runter. Heute ein besonderer Anlass. Nee, sag bloß. Hast du mein Video am Anfang des Jahres gesehen, wo ich ankündige, welche Projekte ich plane für Du dieses Jahr? weißt doch, ich gucke alle deine Videos. Das Mit ist. Inbrunst, dreimal hintereinander. Vergiss hoffentlich auch nicht, den Daumen nach oben zu geben. Nee, bei jedem Ja. deiner Videos. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ich Nee. hatte angekündigt, wir hatten doch letztes Jahr dieses interne YouTuber-Treffen bei dir im Garten. Ja. Da waren 10 Kanäle da, war Das war sehr schön, Spaß. war Spaß, ja. Ja. Und damals dachte ich mir, hey, wäre doch schön, wenn wir sowas machen könnten, wenn unsere Zuschauer dabei wären. Und deshalb hatte ich angekündigt, auch um mich ein bisschen unter Druck zu setzen, was ja eigentlich total bescheuert ist, sowas anzukündigen, dass ich plane, ein öffentliches Treffen zu machen, wo wir Garten-YouTuber hinkommen, aber wo die Leute auch hinkommen können. Mach keinen Scheiß. Sascha, jetzt beschreib mir die ganze Veranstaltung noch mal so in zwei, drei Sätzen, das Wichtigste für die Leute. Alles, was unwichtig ist oder was beiläufig ist, kommt in die Beschreibung rein. Fass dich mal kurz. Gut. Datum 6. Mai ist ein Sonntag, ich glaube eine Woche vor Pfingsten, wo Erftstadt, Friesheimer Busch heißt das Gelände, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Was wird da passieren? Es werden diverse Kanäle kommen. Der Ralf, also viele haben zugesagt, kann natürlich immer noch passieren, dass einer absagen muss. Der Florian, Rigotti, die Jen vom Garten-Gemüse-Kiosk, der Max, die Nadja und noch ganz viele andere Kanäle, die werden vielleicht auch noch mal ein Ankündigungsvideo dazu machen, dass sie daran teilnehmen werden, wenn der 6. Mai näher rückt. Was werden wir da machen? Klar, man kann uns treffen, man kann mit den Leuten reden. Wir werden wohl zwei oder dreimal an diesem Tag so eine offene Fragerunde machen, wo die Leute, wie in einem Livestream damals, wo die Leute dann mit Mikrofon und so stellen die Frage dann vor Ort und wir versuchen die zu beantworten. Alle möglichen Gartenthemen halt, was euch so interessiert. Dann machen wir einen Jungpflanzenverkauf. Also einige sind jetzt schon kräftig dabei, Jungpflanzen anzuziehen. Da sind natürlich auch noch andere Vereine, die dann ihre Aktion vorstellen, die sowieso auf diesem Gelände sind. Das ist ein kleiner Imkerverein, das ist eine Streuobstwiese, da gibt es irgendein seltenes Schaf. Ganz viele Umweltprojekte. Ist geeignet für Familien mit Kindern. Die stellen da auch, das ist auch so eine Gruppe, ich glaube, das nennt sich die kleinen Forscher, ist also irgendwas an Kindergärten, so ein Naturprojekt. Und die stellen da für ihre Familieninteressenten ihre Projekte vor. Also sicherlich auch interessant für so einen Familienausflug. Mein Gott, ich habe mitgezählt, das waren 22 Sätze. Nee, also ich finde das echt lobenswert von dir, dass du diese ganze Arbeit auf dich genommen hast. Jetzt wollen wir hoffen, dass die Leute da draußen auch rege von dem Angebot teilnehmen. Die haben ja noch 2 Monate Zeit, sich zu Genau. entscheiden. Und ganz wichtig, ist wirklich eine persönliche Bitte von mir und auch von dem Veranstalter. Klar, es ist eine öffentliche Veranstaltung, aber wir wissen ja, wenn irgendeiner im Internet sagt, da ist sowas, da können vielleicht mehr Leute kommen, als man glaubte oder weniger. Für den Fall, dass mehr kommen, ich habe vorbereitet, das nennt sich Google-Formulare. Das ist ein Formular, Link auch natürlich in der Videobeschreibung. Bitte, ich glaube, das ist sogar ganz anonym, schreibt da rein, mit wie vielen Personen plant ihr zu kommen, mit wie vielen Autos, im Idealfall nur eins, und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Dann können wir so ein bisschen das hochrechnen. Kommen da jetzt 100 Leute, kommen 1000 Leute, kommen 10.000 Leute. Es ist, wie gesagt, freiwillig natürlich, aber es wäre sehr, sehr wichtig für uns. Und noch eine Sache, wie gesagt, Jungpflanzenverkauf. Wir wollen natürlich jetzt nicht da 1000 Plastiktüten besorgen, um die Sachen an euch weiterzugeben. Bitte nehmt euch selber irgendwelche Behälter mit. Einen kleinen Pappkarton, von mir aus eine Plastiktüte, eine Papiertüte, einen Jutebeutel, Zeitungspapier. Und wenn ihr dann wirklich die Jungpflanzen kauft da und mitnehmt, dann habt ihr dann ein, ja, habt ihr die Verpackung halt selber und es entsteht weniger Müll. Hier sind übrigens noch ein paar Leute, die auch auf jeden Fall kommen möchten und die haben uns kurze Videos geschickt. Gucken wir mal rein. Was?
Ja klar ist der Rigotti auch vor Ort. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ob's der Günni schafft? Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob er bis dahin aus dem Kifferknast wieder draußen ist. Wir sind natürlich auch mit von der Partie. Außerdem haben wir einiges an Jungpflanzen in der Voranzucht. Und wenn die sich gut weitermachen, dann haben wir die auch dabei. Ich gehe also extra durch den Garten, um mal zu gucken, was mit den kleinen Überraschungen ist, die ich für euch schon eingepflanzt hatte. Und was ist? Alles festgefroren. Ich kriege kein einziges Pöttchen hier raus. Aber bis Anfang Mai ist das alles wieder aufgetaut und hoffentlich schon schön gewachsen. Und dann werdet ihr sehen, was da drin war. Ich habe natürlich auch noch einige andere Überraschungen für euch. Ich hoffe, ihr kommt alle zahlreich und ich freue mich schon. Bis dann. Ja. Ja, Sascha. Mach ich. Okay, bis dann. Mein Gott, ist der Kerl nervös. Jetzt hat er doch tatsächlich vergessen, Ihnen zu sagen, dass alle weiteren Informationen auf seinem Kanal zu finden sein werden. Also, surfen Sie da mal vorbei. Oder auf Selfbio, da gibt es auch diese Informationen. Surfen Sie da mal vorbei. Oder lassen Sie dem Jungen dann direkt ein Abo da. Vielleicht coolt er dann ein bisschen runter. So, bis dann. Okay, das Garten-YouTuber-Event 2018 sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wenn Sie irgendwie an diesem 6. Mai Zeit haben, Richtung Erftstadt. Erftstadt, genau. Ist in Nordrhein-Westfalen in der Mitte. Kommen Sie vorbei, dann lernen Sie all die wichtigen Leute kennen und so nebenbei stehe ich dann irgendwo noch an der Ecke rum. Wie bescheiden du heute wieder bist. Ja, ich bin so, weißt du. Als ob du nicht schon 20.000 Autogrammkarten gedruckt hättest. Nee, echt nicht. Habe ich diese Tage noch drüber nachgedacht, ob ich das nicht vielleicht machen sollte. Ach du Jeck. Ja, so viele von den Hacken hier, die ich da gebaut habe, so viele kriege ich auf die Schnelle nicht fertig. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, deine Hacke. Aber da arbeiten wir noch dran. Da ist ja nachgefragt worden, ob ich die nicht bauen kann. Letztens wollte einer, ich sollte ihm einen Hühnertraktor bauen. Also die Kapazitäten sind begrenzt. Aber mit der Hacke arbeiten wir noch dran. So, haben wir was zu sagen? Nö, wir freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint. Und jetzt kannst du wieder nervös werden. Jetzt werde ich wieder nervös. Ne, jetzt ist die... Jetzt geht's wieder? Ja. Okay. Viel Glück bei unserem Vorhaben. Bei unserem Vorhaben. Ja, genau, bei unserem. Ja? Gut. Okay, bis dann. Tschüss.